Wir haben zwei Sieger. Unglaublich. Was wird nun geschehen? Zwei Sieger und nur ein Preis. Ich wusste, dass dein Haken ist. Tja, wie ihr wisst, haben wir heute einen speziellen Gast hier. Es ist der einzig wahre, der Held der Helden, Messer Jack. Ich bin wieder da. Nach einer Ewigkeit der Abwesenheit ist Messer Jack wieder da. Die Arena ist das einzig Große in Albion und ihr seid der einzig Würdige darin. Es ist eine Ehre, wieder vor euch zu stehen. Ich habe aus gegebenem Anlass einen Vorschlag. Eine letzte Runde. Okay. Ein Kampf bis zum Tod zwischen den beiden siegreichen Helden. Kein Problem. Der Sieger bekommt einen Sonderpreis. Der Verlierer hat die Ehre, vor euren Augen zu sterben. Was glauben die, was sie tun? Das können sie doch nicht. Doch. Ich liefere einen guten Kampf. Aber ich töte euch nicht. Das kann aber ich. Aber wir wollten eine tolle Vorstellung geben. Und genau das machen wir auch. Auf geht's. Wo seid ihr? Wo ist sie? Komm, renn noch ein paar Mal in die Falle rein. Genau so lieben wir es von dir. Oh. Au. Ich und meine große Klappe. Wo ist sie? Ich war immer schon besser als du im Training. Wo bist du? Ah, verdammt, da war sie. Wo bist du denn? Verdammt. Es geht nicht bis zum Tod. Doch, es geht bis zum Tod. Wenn es nach mir geht. Du regst mich eh schon die ganze Zeit auf. Ich hasse diese Dinger. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. So, das war's. Wir haben den Sieger des heutigen Abends. Er muss ihm nur noch den Gnadenstoß geben, dann gehört der Bonuspreis ihm. Aber wird er es tun? Wird er Whisper töten oder auf seinen Sieg verzichten? Nicht. Tölpel, wir waren uns einig. Geh einfach raus. Hättest du mich mal nicht Tölpel genannt, du wir Kuh. Wir waren uns einig. Beenden wir jetzt den Kampf. Hallo? Wie kann ich dich jetzt töten? Ich kann nicht mehr kämpfen. So. Na gut, dann eben ein Kampf bis zum Tod, Dreckskerl. Achso, weiter.
Aber wehrte sich. Gleich habe ich... Ja! Und... Hättest du mich mal nicht Tölpel genannt, du... Tölpelin, du... Wo ist sie denn? Hallo? Vespa? So, das war's. Ja. Der Mann hat Whisper erledigt und sich den Bonus verdient. 10.000 Gold. Ja. Jetzt lassen wir den neuen Arena Champion nochmal hochleben. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt werden dafür erstmal Immobilien gekauft. Aber, my lady, er hat Whisper getötet. Er ist nur ein... Ah, da seid ihr ja. Der Held, von dem alle sprechen. Ich bin beeindruckt. Und das kommt nicht oft vor. Wo sind meine Manieren? Ich bin Lady Grey, Bürgermeisterin von Bowerstone. Ihr scheint ein würdiger Mann zu sein. Besucht mich mal in meiner Villa in Nord Bowerstone. Mach ich doch glatt, Süße. Ihr habt meine Schwester ermordet. Ihr werdet sterben. Donner, ich habe eure Einwände und euren kleinkarierten Zank satt. Wie ein alter Narr klammert ihr euch an einstigen Ruhm und Familienbande. Wie ich sagte, o Held, ich hoffe, ihr nehmt meine Einladung an. Wir haben viel zu besprechen. Ihr seid so gut wie tot. Ich werde erst ruhen, wenn Whisper gerecht ist. Okay. Ein anderer, der irgendwann meinem Hammer zum Opfer fällt. So, und wie geht's jetzt weiter? Das war unglaublich. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich führe euch durch die Heldenhalle zurück. Ihr verdient es ebenfalls, dort zu stehen. Ihr erinnert mich irgendwie an jemanden, der hier vor vielen Jahren gekämpft hat. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wer war das doch gleich? Scharlachrobe. Genau. Schon von ihr gehört? Niemals. Wahrscheinlich nicht. Das war weit vor eurer Zeit. Da rechts seht ihr ihre Statue. Sie war die erste Heldin, die jemals Arena-Champion wurde. Ich kenne dich. Sie war eine edle Heldin, genauso weichherzig wie ich. Ich habe gerade jemanden umgebracht. Ihr Engagement hatte jedoch seinen Preis. Nach ihrem letzten Kampf war sie nicht mehr dieselbe. Sie lebt jetzt in Abgeschiedenheit, am Boden zerstört, weil sie einst ihre Familie nicht retten konnte. Trotzdem seid ihr hier. Ich wusste, dass ihr Sohn eines Tages kommen würde. Es liegt euch im Blut. Und eure Schwester auch. Ihr solltet sie zu mir bringen. Ich brenne darauf, euch beide mit eurer Mutter zu vereinen. Denkt doch nur, wie glücklich es sie machen würde. Das war das wahre Gesicht seiner Mutter. Scharlachrobe, Töterin der Belverine. Einst war sie eine der grimmigsten Heldinnen Albions. Doch ihr großartigster Kampf war auch ihr letzter. Von einem Dutzend Belverine in einen Hinterhalt gelockt, tötete Scharlachrobe alle, um am Ende schwerstverwundet niederzusinken. Sie wäre dort gestorben, hätte nicht der freundliche, einfache Waldhüter Brom sie gefunden und gesund gepflegt.
Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Scharlachrobes Tage des Tötens lagen für immer hinter ihr. Tja, aber nicht die ihrer Kinder. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr habt das Championsiegel gewonnen. Weit und breit wird man euch als den Sieger der Arena erkennen und es wird euch Einlass nach Nordbowerstone verschaffen. Verliert es nicht. Es ist ziemlich wertvoll. Danke, Master Jack. Wer auch immer du bist. So. Belohnung. Championsiegel. Scarabeus Königstachel. Cool. Gladiator, macht euch bereit. Hey, ihr da! Theresa möchte sich im Haus der Familie Grey mit euch treffen. Okay, Doki. Ihr habt den Status berühmt erreicht. Ja, er hat sich ganz gut geschlagen. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Blutrauschschrei zu benutzen. Blutrauschschrei? Cool. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier nach einer halben Stunde Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich werde dann wohl ein bisschen Geld investieren und ja, uns mit unserer Schwester treffen. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.